Die DOR-Methode kann von allen Menschen erlernt werden, ob sie nun Anwender sind, ob sie nun Laien sind oder Therapeuten. Es ist eine so einfache Methode, die jeder Mensch in 2 Tagen lernen kann. Und es erfordert auch kaum medizinisches Wissen. Man braucht einfach ein bisschen Gefühl und das lernt man in diesen 2 Tagen ohne weiteres. Die DOR-Methode ist von einem Bauern, einem Landwirt aus dem Allgäu, Dieter Dorn, entwickelt worden, der keinerlei medizinischen Hintergrund hatte und der seine Methode über 40 Jahre angewendet hat mit sehr großem Erfolg. Und so ist diese Methode auch heute noch. Sie erfordert kein medizinisches Wissen. Alle Laien, jeder normale Mensch kann es lernen. Und man muss einfach offen sein für das Neue und man muss seinem Gefühl trauen und macht diese Methode. Und so, wie wir das hier in diesen 2 Tagen lehren und üben, so kann das im Grunde jeder. In dem Grundseminar Dorn und Preuß, das ich schon seit vielen Jahren lehre, ist zunächst eine theoretische Einführung drin, dann eine praktische Einführung und eine praktische Übung aller Teilnehmer. Also ich werde alle Teile dieser Methode vormachen und dann werden die Teilnehmer sich in 2er Gruppen aufteilen und zusammentun und so lange das üben, bis ich das Gefühl habe, sie können das. Und so geht es den ganzen Tag, dass also die Behandlungen von unten nach oben stattfinden. Alle Gelenke, alle Wirbel, alles wird geübt und trainiert. Neben der Dorn-Methode haben wir auch die Preuß-Massage, auch schon seit 30 Jahren in unserem Programm. Die Preuß-Massage ist eine sehr sanfte Wirbelsäulenmassage, die in keinerlei Weise irgendwie Schmerzen verursacht. Sie löst tiefe Blockaden auf. Sie ist besonders geeignet zur Regeneration von Bandscheiben und wir haben sie in unser Programm genommen, weil sie wirklich eine wunderbare Ergänzung zu Dorn ist. Und die Menschen, die dann nach so einer Preuß-Massage etwa 20 Minuten bekommen haben, die stehen alle auf und sagen, ach schade, ist schon zu Ende, es war so wunderbar. Und sie haben sich so wohl gefühlt, viele schlafen auch dabei ein. Also es ist eine echte Bereicherung zu dieser Dorn-Methode. Wir lehren in unserem Seminar auch die Selbsthilfeübung nach Dorn. Das sind Übungen, die sind daraus entstanden, dass Dieter Dorn, der Bauer aus dem Allgäu, schon frühzeitig gesagt hat, also eigentlich haben die Leute ja selbst Hände, die könnten sich ja selbst drücken, warum muss ich die immer drücken? Und aus dieser Erkenntnis heraus sind über die Jahrzehnte sehr einfache, sehr gut, auch lang erprobte Übungen entstanden, wie man sich selbst von Rückenschmerzen befreien kann. Und das ist ein ganzes Spektrum von Übungen, die werden wir hier auch in dem Seminar alle exakt üben. Der Grundkurs Dorn-Methode und Preuß-Massage kostet ca. 250 Euro. Dieses Geld ist sehr gut angewendet, denn Sie müssen sich klar werden, Sie haben wirklich eine Methode fürs Leben. Sie brauchen nur Ihre Hände, Sie brauchen keine Apparate, keine Geräte, keine Medikamente, nur Ihre Hände und das kann man überall anwenden. Ob man nur auf einer Urlaubsreise ist oder ob man sonst wo ist, überall kann man spontan mit diesen Selbsthilfeübungen sich selbst, aber auch anderen Menschen helfen. Ja, bei 2 Tagen Grundkurs ist im Grunde jeder in der Lage, das anzuwenden. Und das sollte man auch anwenden. Denn was Sie bekommen bei dem Kurs, ist ein Handwerkzeug, wie man das macht. Aber es ist bei jedem so, man muss es üben, üben, üben. Und ich sehe, dass die Menschen, die dann auch eine Erfahrung haben, die das verinnerlicht haben, die brauchen manchmal schon so 50 bis 100 Behandlungen, bis sie so fit sind, dass sie es gut können. Aber wenn Sie als Laie sofort anfangen in Ihrer Familie, Sie lernen es von Mal zu Mal. Und je länger Sie und je mehr Mut Sie haben, das zu tun, desto besser geht es. Wenn ein Mensch diese Dorn-Methode und Preuß-Massage gelernt hat und dann zu Hause anfangen will und merkt plötzlich, also ich weiß nicht mehr, ich habe es vergessen oder ich werde unsicher, dann besteht natürlich auch die Möglichkeit, dass die Teilnehmer bei mir anrufen können oder mir eine E-Mail schicken können. Ich antworte dann auch.
Und nebenbei gibt es natürlich ein Fachbuch, es gibt mehrere Bücher, es gibt Selbsthilfeübungsbücher, es gibt eine DVD, wo ich genau zeige, wie das Methode geht, die man sich immer wieder anschauen kann. Und wir haben ein Poster, auf dem die Zuordnung der Wirbel zu den einzelnen Problemen steht. Und so gibt es viele Material und auch genaue Beschreibungen. Jeder Teilnehmer bekommt auch ein Seminarskript, in dem auch nochmal das Wesentliche drinsteht, was man auch nachlesen kann. Und so gilt es auch für die Preuß-Massage. Auch diese Massage ist ein bisschen kompliziert im Ablauf, so wie wir sie lehren. Und man braucht schon eine Zeit lang des Übens, aber auch die wird genauestens erklärt in den Skripten und in den DVDs. Ja, Privatpersonen, die in unseren Kurs kommen, haben die Möglichkeit, es für sich selbst anzuwenden. Besonders gut sehe ich das, wenn Paare kommen, die das miteinander lernen. Sie können sich dann miteinander behandeln, sie können sich austauschen, dass der eine, was der eine vergessen hat, weiß der andere möglicherweise noch. Und so haben sie die Möglichkeit, gemeinsam ihre Familienmitglieder, ihre Freunde zu behandeln. Und Einzelpersonen, die haben auch die Möglichkeit, zu Hause bei sich selbst und bei anderen das zu lernen. Und ich sehe das bei manchen Leuten, sie haben Freude daran, anderen zu helfen und sie sind zunächst zaghaft, sie machen nur wenig, weil sie sich nicht trauen und sie merken dann, dass sie gelobt werden und dann kriegen sie den Mut und dann machen sie es noch ein bisschen mehr und so kommen sie langsam rein und mit Freude und mit Begeisterung manchmal behandeln sie die Menschen und haben dann natürlich auch den Erfolg und die Freude und so gibt es so welche, die dann manchmal zu viele Leute haben oder die ihren Raum oder ihren so voll haben, dass sie wieder aufpassen müssen, dass es nicht zu viel wird, aber die das eben wirklich seit Jahren mit Freude machen und engagiert und das sind dann meist Gesundheitsberater oder Leute, die sich dann als Gesundheitsberater einschreiben lassen und das mit großer Freude machen und das ist genau das, was wir eigentlich wollen. Das ist ja eine Methode vom Volk für das Volk, eine Methode, die jeder Mensch im Grunde, dass unsere Vision lernen kann und darf und sollte, um sich selbst zu helfen. Und wenn man das rechtzeitig macht, bevor das Problem, wer weiß, wie groß ist, dann kann man vieles verhindern. Es ist also eine echte Vorbeugung, im wahrsten Sinne des Wortes, eine Vorbeugung, dass gar nicht erst zu Problemen kommt. Deswegen am liebsten lehre ich die Methode Leuten, die völlig gesund sind, die überhaupt nichts haben, die sich gut fühlen und die das lernen und dafür sorgen, dass es so bleibt, dass sie gar nicht erst krank werden. Ja, die Frage ist auch, warum entstehen überhaupt Verspannungen im Körper? Und meine Erkenntnis ist die, dass wir ein Knochengerüst haben, Wirbel, Halswirbel, Brustwirbel, und die durch Fehlhaltung, durch einseitige Belastung sich verschieben können. Und unser Körper ist so organisiert, dass er dann zunächst das akzeptiert, diese Verschiebung. Aber wenn es eben zu schlimm wird, oder dann versucht der Körper durch muskuläre Verspannung das Problem nicht noch größer zu machen. Es ist wie nur eine Schutzvorrichtung. Die Verspannung macht der Körper, um größere Schäden zu verhindern. Das sehen wir immer wieder die Leute. Ich höre immer wieder von den Medizinern und auch in den Diskussionen mit meinen Kollegen, dass sie sagen, Wirbel kann man nicht reindrücken, sondern das Einzige, was man machen kann mit Dorn, ist Blockaden lösen. Und das halte ich einfach für falsch, dass das, was wir seit 30 Jahren ja täglich machen, dass wir die Wirbel bewegen und wieder in die Ordnung bringen. Und ich habe hier so ein Wirbelsäulenmodell vor mir stehen und wenn man sich das anschaut, das sind diese einzelnen Knochen, sind Wirbel. Sie sind durch Bandscheiben getrennt, damit sie das schön federt. Und wir haben den Spinalkanal, der hier
wo das, diese gelben Stränge rauskommen, die Nervenstränge. Und wir haben diese Auswüchse nach zur Seite, das sind die Querfortsätze, an denen sehr viel Muskelbänder, Sehnen dran sind, die das Ganze bewegen. Und wir haben die Dornfortsätze, das sind die Knochen, die wir hier unten haben, die nach außen, nach hinten rausragen. Und bei einem lebendigen Menschen sieht man das Ganze natürlich nicht. Es ist alles wunderbar verpackt mit Bindegewebe, Muskeln und was auch immer. Das Einzige, was man bei den Menschen, bei einem lebendigen Menschen von außen spüren kann, sind die Dornfortsätze. Die heißen genauso wie der Dieter Dorn, Dornfortsätze. Und die kann man spüren. Und das machen wir auch. Wir fühlen die Dornfortsätze ab, indem wir mit unseren Daumen da reindrücken, spüren, ob die alle schön nach unseren Vorstellungen in einer senkrechten Reihe zu spüren sind. Und da sehen wir immer wieder, dass es manchmal Situationen gibt, wo eben die Wirbelsäule einen Bogen macht, wo sie nicht gerade ist, wo Wirbel eine ganze Reihe nach links verschoben ist oder manchmal natürlich auch nur ein Wirbel zur einen Seite verschoben ist. Und durch dieses Fühlen an den Dornfortsätzen sieht man es eindeutig, dass ein Wirbel nach rechts, nach links, nach innen oder nach außen verschoben ist. Und das ist das, was wir mit Dorn machen. Wir nehmen dann unseren Daumen an den Dornfortsatz, den wir ja fühlen können von außen, halten die Person so fest und geben jetzt einen Druckimpuls, einen sanften, also ohne große Gewalt, sondern einen sanften Druckimpuls in die Richtung. Aber das funktioniert natürlich nur deswegen, weil wir die Person bitten, natürliche Bewegungen zu machen. Sie müssen mit dem Bein schwingen. Und wenn eine Person da steht, im Stehen, und sie schwingt mit dem Bein, kann man sehen, wie die ganze Muskulatur, das ganze Gewebe sich richtig dynamisch verhält, bewegt. Alles ist in Bewegung, wenn sie mit einem Bein schwingen. Und in dieser Dynamik hinein nehmen wir unseren Daumen und mit einem sanften, liebevollen Druck drücken wir in der Bewegung den Dornfortsatz wieder in seine Ordnung, nämlich in die senkrechte Position. Das ist Dorn. Und das machen wir seit so vielen Jahren mit so großem Erfolg. Ja, ich habe immer wieder Patienten, die in meine Praxis kommen und die dann die medizinische Diagnose haben, Spinalkanalstenose. Und sie haben Schmerzen im Rücken, sie gehen zum Arzt, lassen sich untersuchen und bekommen dann diese Diagnose. Was ist das eigentlich? Also wir haben hier die Wirbelsäule und wir sehen, diese gelben Stränge sind Nervenstränge, die aus jedem Wirbel rauskommen. Und dort, wo der Austritt aus den Wirbeln ist, da ist eben der Spinalkanal. Und nun wird vermutet oder diagnostiziert, dass dieser Durchgang verkalkt ist und dadurch auf die Nerven drückt. Und das würde den Schmerz auslösen, so die allgemeine Meinung. Und das kann ich nicht immer so nachvollziehen, denn ich sehe das, wenn Menschen kommen und haben diese Schmerzen im Rücken und wir machen nach Dorn ihren Rücken gerade und zeigen die Bewegung, ist der Schmerz fast immer weg. Das heißt also, sie haben keine Schmerzen mehr, wenn sie gehen. Und gut, dann sage ich zu den Menschen manchmal, ja, jetzt ist ihre Spinalkanalstenose weg. Das stimmt natürlich nicht, sondern war vielleicht gar keine da, wie auch immer. Aber das ist unsere Vorstellung. Es ist fast immer so, dass schmerzgeplagte Menschen behandelt werden und nach kurzer Zeit ohne Schmerzen gehen. Ja, viele Menschen kommen zu uns mit chronischen Problemen, die sie schon lange haben. Und auch gerade wenn sie schon ein bisschen älter sind, häuft sich das ja. Und was ich immer wieder sehe, ist, das Grundproblem ist das verschobene Becken. Beckenschiefstand ist weit verbreitet. Und bei jedem Mal, wenn der Mensch sitzt, vielleicht verdreht er sein Becken. Und wenn sie aufstehen, kommt das Becken nicht mehr in die Ordnung. Und so laufen sie mit dem schiefen Becken rum. Wir sehen es dann an diesem Beinlängentest, dass ein Bein 1, 2, 3 cm länger ist als das andere, was natürlich nicht stimmt, sondern wir nehmen diesen Test, um zu sehen, ob das Becken verdreht ist, was bei vielen ja der Fall ist. Und das ist natürlich die Grundvoraussetzung. Wer ständig mit dem schiefen Becken rumläuft, da kann die Wirbelsäule auch nicht mehr gerade bleiben, wenn das Becken ständig schief ist. Die fängt an, eben auszugleichen und dann wird es einmal nach links, einmal rechts, es wird einfach schief. Und das macht dann auch chronische Probleme, wenn das nicht korrigiert wird. Die Fehlhaltungen sind natürlich auch einseitige Belastungen, wenn Sie im Beruf ständig Ihr Telefon so drin haben, wenn Sie viele, viele Stunden Ihren Kopf nach vorne gebeugt arbeiten müssen,
oder ein Handwerk, wie auch immer, wenn sie einseitig tragen über viele Jahre, dann deformiert der Körper auch. Das sind dann auch Gründe, die wir sehen, aufgrund von Fehlhaltungen. Das kann man mit Dorn auch korrigieren, aber nur dann, wenn die mitmachen, wenn sie ihre Fehlhaltung beseitigen, wenn sie was aufnehmen, wenn sie etwas tragen, immer mit beiden Händen, so wie es ja über. Es gibt ja viele Hinweise, wie man sitzen und tragen und laufen sollte. Und wenn man sie das nicht machen, dann wird es immer krummer und krummer. Und das sehe ich manchmal auch so bei älteren Menschen aus der Landwirtschaft, die so gebeugt daherkommen. Und sie arbeiten einfach nur, machen ihren Misthaufen jeden Tag da und werden immer krummer und merken nicht, dass sie immer mehr in die Fehlhaltung kommen. Und wenn wir sie dann behandeln, ist es besser, aber das bleibt nicht, weil sie wieder in die Fehlhaltung kommen. Ja, die Selbsthilfeübungen nach Dorn sind eigentlich die Grundlage unserer erfolgreichen Arbeit. So geben wir jedem Menschen, den wir behandelt haben, in den Kursen, mit, wie sie sich selbst helfen können. Und bei diesen Selbsthilfeübungen gibt es ein paar ganz wichtige Übungen, die man immer wieder jeden Tag machen sollte. Und das ist eben die Übung, wenn man ins Bett gegangen ist, diese Übung mit der Hand oder mit dem Handtuch, wie man sein Becken, das am Tage durch Sitzen verschoben ist, wieder korrigieren kann. Warum? Dass man das abends machen soll, ist ganz einfach. Wenn man das mit einem geraden, ausgeglichenen Becken die Nacht über im Bett liegt, dann kann der Körper regenerieren. Er kann die disharmonischen Muskeln oder die verschobenen Bänder, Sehnen, Faszien, was auch immer, korrigieren. Das kann der Körper aber nicht. Wenn man mit einem schiefen, verschobenen Beckenschief dann im Bett liegt, dann macht der Körper das nicht. Das sehen wir immer wieder. Wer das verstanden hat, wirklich abends diese zwei, drei Minuten, diese Übung, rechtes Bein, linkes Bein zu machen, der hat den Vorteil, dass es von Tag zu Woche, zu Monat, zu Jahr immer besser wird. Und ich mache die Übung schon seit 30 Jahren bei mir und es geht mir gut dabei. Und dann kann man sich vieles sparen, denn wenn man ständig ein gerades Becken hat, dann ist es auch nicht möglich, einen Ischias zu bekommen oder dass sich irgendwie da unten im Hexenschussbereich da die vierte, fünfte Lendenwirbel verschiebt. Das ist nach meiner Meinung nach gar nicht möglich. Denn im unteren Lendenwirbelbereich Schmerzen ist fast immer die Folge von monat- oder jahrelangen schiefen Becken. Und dann verschiebt sie deswegen. Und diese Übungen sind sehr wichtig. Die zweitwichtigste Übung ist dann, dass man das im Stehen macht, wenn man lange gesessen hat, wenn man aus dem Auto steigt. Dass man dann sein Bein nimmt, mit der Hand die Übung macht, so wie wir sie ja immer lehren. Und einfach so zweimal rechts, zweimal links. Das geht so eine Minute vielleicht oder noch nicht mal, so ein Vorbeigehen. Und man wird immer wieder den Körper in die Ordnung bringen, den Knochenkörper. Und dabei ist eigentlich ein Trainingsprogramm für die Muskelbänder, Sehnen, Faszien. Denn die werden immer wieder aufgefordert, halt das Becken in der Ordnung. Was durch Sitzen verschoben wird, aber immer wieder schiebt man es in die Ordnung rein und über die Monate hat dieses Muskelbänder-Sehnen-Faszien-System gelernt, das Becken gerade zu halten. Und wenn es dann aus der Ordnung herauskommt, mag es das gar nicht. Und wenn man nur ein wenig drückt, ist wieder gerade. Und das ist eigentlich der Hinweis und diese Selbsthilfe. Und ich bin fest überzeugt, wenn das alle Menschen machen würden, ständig diese Dornübung, es gibt kaum noch Leute, die Rücken kriegen. Das ist unvorstellbar, aber es ist wirklich so. Ja, dann kommen Menschen zu uns in die Praxis, sie haben die Diagnose Bandscheibenvorfall. Und das sind welche, die haben eben Schmerzen im Rücken schon über längere Zeit. Sie kommen zum Doktor und sie bekommen diese Diagnose. Das heißt, dass die Bandscheiben, das sind ja die Bandscheiben, die zwischen den Wirbeln sitzen, dass die herausquetschen, dass die zusammengedrückt werden. Und das kann man ja im Röntgenbild oder auch im CT sehen. Oder in Magnetspintomographie auch. Und das ist ja real. Und dann wird behauptet, aufgrund dieses Bandscheibenvorfalls haben sie diese Schmerzen. Das können wir nicht bestätigen. Wenn solche Leute kommen, die diese Schmerzen haben, und wir machen Dorn,
gehen die ohne Schmerzen weg. Aber die Bandscheibe ist immer noch gequetscht und immer noch verschoben, was immer. Und was wir beobachten oder von dem wir überzeugt sind, ist, dass wenn jemand diese Dornübung macht, dann resorbiert diese Bandscheibe ganz von alleine. Das dauert vielleicht ein paar Monate, aber der Körper beginnt sofort, diese disharmonische Bandscheibe wieder in die Ordnung zu bringen. Hat natürlich seine Grenzen. Wenn so eine Bandscheibe geplatzt ist, also zum Beispiel einfach zerstört, also verletzt ist, dann wird man mit Dorn nichts erreichen. Und solche Menschen, die also so eine verletzte Bandscheibe haben, die können auch nicht mehr stehen. Die liegen nur noch vor Schmerzen und schreiend am Boden. Und das ist auch die Grenze der Dornmethode. Solche Leute würde man natürlich auf keinen Fall behandeln, sondern sofort in die Klinik zur Operation oder wo auch immer. Im Thema Bandscheiben ist ja so, dass diese Bandscheiben pulsieren ja. Also wir können feststellen, wenn wir morgens aus dem Bett kommen und wir messen unsere Körperlänge, haben wir eine bestimmte Körperlänge. Und wenn wir abends, bevor wir ins Bett gehen, wieder die Körperlänge messen, sind wir meist so 1,5 cm kürzer. Das ist die Pulsation aller Bandscheiben. Und das ist das Grundprinzip. Und wenn wir Bandscheiben durch Fehlhaltung der Wirbelsäule einseitig belastet werden, oder wenn die Menschen sich überlasten, ständig schwere Lasten tragen, die einfach die Fähigkeit der Bandscheiben irgendwann überlasten, und wenn sie dann auch ruckartig sich reißen oder was auch immer durch Sportübungen, dann kann es schon mal sein, dass so eine Bandscheibe dann platzt. Das nennt sich dann Prolaps. Und das ist dann eine hochgradig gefährliche Situation. Da gibt es nur sofort einen Notarzt in die Klinik. Auch Kinder, auch Babys, kleine und große Kinder, haben eine Wirbelsäule, haben Becken, genauso wie die Erwachsenen auch. Und auch die haben Probleme mit ihren Rücken, mit ihren Schulranzen, mit ihrer Belastung beim Sport. Und auch die kann man ganz genauso nach Dorn behandeln, wie bei den Erwachsenen auch. Da gelten eigentlich genau die gleichen Sätze. Manchmal heißt es dann, naja, der Junge, der ist jetzt in der Wachstumsphase schnell gewachsen und deswegen hat er diese Schmerzen. Das halten wir für falsch. Das ist nicht so. Das wird der Körper eigentlich auch gar nicht machen, schief wachsen, sondern es ist einfach durch die Fehlbelastung. Und mit Dorn kann man den Menschen helfen. Man kann den Eltern das beibringen, wie sie selbst ihre Sprösslinge immer wieder korrigieren kann. Und das geht auch bei Babys. Auch die, da gibt es eine spezielle Art und Weise, wie wir bei Babys behandeln. Auch das ist sinnvoll. Und auch so ein kleines, frisch geborenes Kind, auch das hat ja schon ein fertiges Knochengerüst in sich drin. Und wenn da schon das Becken oder die Wirbel verschoben sind, dann macht es viele Probleme, die kindliche Entwicklung auch stören können. Und auch da haben wir gravierende Beispiele von Kindern, die husten und husten, die in Richtung Asthma gehen und man die dann mit Medikamenten vollstopft. Und irgendwann gehen sie mal zu einem Dorntherapeuten und der sieht dann, dass zum Beispiel der dritte Brustwirbel, denn das ist der nach unseren Erfahrungen, derjenige, der für den Lungen-Bronchienbereich zuständige Wirbel, denn aus dem kommt der Spinalkanal raus, um die Verbindung zwischen Gehirn und Bronchien und Lunge zu haben, dann fangen die einfach an zu husten. Oder irgendwann geht es in Asthma über. Und so haben wir schon gravierende Probleme gesehen oder auch Folgen, dass diesen Wirbel reingedrückt oder wieder korrigieren und das Asthma ist sofort weg. Die Kinder schlafen sofort ein. Und es kann sein, dass es wiederkommt, aber es kommt deswegen wieder, weil es wieder verschoben ist. Und weil sie wieder vielleicht vom Tisch gefallen sind oder wer weiß, wie behandelt worden sind. Aber wenn man auch bei den Kleinsten dafür sorgt, dass die Wirbelsäule gerade ist, kann man ganz, ganz viele, meine ich, Kinderprobleme auch in der frühesten Zeit lösen und es gar nicht erst so zu kommen. Also Dorn ist auch geeignet für Eltern mit ihren Kindern, aber natürlich auch für Schwangere. Und wir halten es für sehr, sehr wichtig, dass eine Schwangere wirklich in ihrer ganzen Schwangerschaft ständig ein gerades Becken hat. Das kann eigentlich jeder verstehen, dass wenn die Schwangere also ein schiefes Becken hat, wieder alles sich verschiebt und so, und sie dann aufgrund dessen schon Probleme bekommt. Und das müsste ja eigentlich gar nicht sein. Und so sind wir natürlich sehr daran interessiert,
auch Schwangeren zu helfen, wieder in die Ordnung zu kommen oder schon von vornherein gleich gar nicht ist, dass sie aus der Ordnung rausfallen. Aber es gibt eine Einschränkung, die wir haben, und das ist ab dem 5. Schwangerschaftsmonat dürfen wir nicht mehr an der Lendenwirbelsäule, besonders am 3. Lendenwirbel drücken. Das könnte bisher theoretisch zur vorzeitigen Auslösung von Wehen kommen. Und das ist natürlich zu verhindern, deswegen schließen wir da diesen Bereich ab dem 5. Schwangerschaftsmonat aus. Wenn die Schwangere natürlich kurz vor der Entbindung ist und das funktioniert nicht so gut, der Termin ist gekommen, sie drückt und sie machen ihre Methoden, damit der Geburt nur einsetzt und es funktioniert nicht, dann macht es sehr viel Sinn, am 3. Lendenwirbel zu drücken. Grenzen von Dorn gibt es auch, sind Situationen, zum Beispiel nach Unfällen, wenn ein Mensch vom Dach gefallen ist oder das Auto gekommen ist und aufgrund dessen plötzlich starke Rückenschmerzen, dann darf er auf keinen Fall Dorn machen, denn es könnte ja sein, dass etwas angebrochen ist. Wenn man da drücken würde, würde man großen Schaden machen. Also an sich schon, wenn nur der kleinste Verdacht besteht, dass etwas im Körper angebrochen oder verletzt sein könnte, dann ist Dorn nicht das Richtige, dann muss das erst medizinisch abgeklärt werden. Das ist sehr wichtig. Und sonst gibt es Kontraindikationen, auch die ein bisschen diskutiert werden. Manche meinen, bei Osteoporose dürfte man Dorn nicht machen. Das halte ich für falsch. Die Leute, die Osteoporose haben, also Knochenverschuldung, die haben auch Schmerzen. Und auch die haben verschobene Wirbel. Und da werden wir nur mit ganz viel Liebe, ganz sanft drücken, mit sehr viel Feingefühl. Und damit schaffen wir die Leute auch schmerzlos. Und es ist noch nie bei uns passiert, dass jemand was abgebrochen hat. Das ist auch eine Möglichkeit. Und Leute, die im Endstadium Krebs haben, also Metastasen bereits schon in der Wirbelsäule, da bringt es nichts. Die kann man nicht mit Dorn wieder in die Ordnung bringen, da hört der Schmerz nicht auf oder nur ganz kurz. Das ist etwas, wo wir an Grenzen kommen in der Behandlung, und da muss man eben auch ethische Gründe mit zu Rat ziehen, ob ich jetzt diesen Menschen behandle.